Dr. Giuseppe Quartarone aus Bologna in Italien. Und das sind die Details zu den beiden Boxern. Introducing the fighter in the red corner, die rote Ecke, mit dem Mann aus Wales, der Herausforderer in schwarzen Trunks. Er ist 33 Jahre alt. Offizielles Kampfgewicht beim gestrigen Wiegen 78,8 Kilogramm bei einer Größe von 1,93 Meter. Profiboxer seit dem Jahr 1999 mit dieser Statistik. 44 Kämpfe, 38 Siege, 30 davon durch Knockout. Sein Trainer Gary Lockett aus Swansea, Wales, United Kingdom. The Challenger, der Herausforderer, Enzo Macarinelli! Across the ring in the blue corner, in der blauen Ecke, der Titelverteidiger, der Champion aus Deutschland. Er ist 35 Jahre alt, genau 78,7 Kilogramm beim offiziellen Wiegen schwer, bei einer Größe von 1,81 Meter. Auch er im 16. Jahr als Profiboxer mit dieser Bilanz. 44 Kämpfe, 42 Siege, 31 davon durch Knockout. In seiner Ecke Coach Carsten Römer, assistiert vom ehemaligen Welt- und Europameister von Sebastian Silvester aus Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern. The reigning and defending light heavyweight champion of the world, der Weltmeister Jürgen Bremer. Wer trägt den Gürtel des Champions nach diesem Fight? Weiterhin Bremer oder Macarinelli? Die Antwort, die gibt es jetzt live aus Rostock. Carinelli, Bremer, you know the rule. I want a clean fight. Listen to my comment, okay? Good luck. Ein Weltmeister gegen einen Ex-Weltmeister. Und das für die erste Titelverteidigung. Beide, Sie haben es gesehen, mit einem Zahlenwerk im Rekord, das fast in vielen Punkten absolut identisch ist. Es ist für beide der 44. Kampf. Sie sind seit 1999 Profis. Der größte Unterschied gleich zu sehen. Der Rechtsausleger Bremer mit der rechten als Führhand gegen den größeren Links- oder Normalausleger mit der schwarzen Hose. Den Gast aus Wales, der jetzt zum ersten Mal mit seiner Schlaghand versucht zu treffen. Und der sich, obwohl er 12 cm größer ist, wie wir gerade noch mal gelernt haben, dieses Größenvorteils oft beraubt und jetzt zum ersten Mal mit dem Aufwärtshaken hier von Bremer schön getroffen wird. Wieder der Aufwärtshaken drin, der kurze Kopfhaken. Schöne Aktion von Macarinelli, der sich nach seinem Wechsel vom zweithöchsten Limit ins kleinere Cruiser, vom Cruisergewicht ins Halbschwergewicht Schnelligkeitsvorteile auch versprochen hat. Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, dass man dann automatisch sozusagen durch das Abnehmen von noch einmal 10 Kilo hier was gut machen kann. Intensive erste Aktion hier in dieser ersten Runde. Und ein Cut, wenn ich das richtig sehe, deswegen habe ich auch gestockt. Bei Jürgen Bremer ist das da auf der rechten Brau oben offen? Ich glaube ja. Das ist eines der Probleme von Jürgen Bremer. Er ist cutanfällig und es könnte vielleicht, deswegen habe ich auch gestockt, aus einem Kopfstoß heraus resultieren. Das müssen wir uns nochmal ansehen. Das ist ganz wichtig in dieser ersten Runde. Cut-Verletzungen gab es ja einige zuletzt bei Jürgen Bremer gegen Eduard Gutknecht, dass er sich zum ersten Mal wieder ins Titelgeschäft hineinbrachte. Auch da war es die rechte Augenbraue. Und dann gegen Abantangelo, den Italiener, noch einmal. Musste hinterher genäht werden. Also das ist natürlich jetzt ein Vorteil für den Waliser. Lassen. Probleme wegen des Auges bei Jürgen Bremer, Probleme auf der anderen Seite
aber nach diesen harten, klaren Treffern, der schnellere Mann ist hier der Titelverteidiger aus Deutschland. Stark eingestiegen. Das höhere Tempo liegt bei Jürgen Bremer. Er hat die erste Runde, ganz klar, aber er hat eben auch ein Problem oben an der rechten Augenbraue. Aber auch bei Macarinelli ist jetzt ein Auge zu, glaube ich. Ah, das war keine absichtliche Aktion. Das ist diese Aktion aus dem Kampf heraus. Und ich glaube, wir werden jetzt gleich nochmal bei Macarinelli sehen, dass auch der mittlerweile ein geschwollenes rechtes Auge hat. Das erinnert mich an den Lebedev-Kampf. Da musste er damals in der dritten Runde schon aufgeben. Auch das ja ein Rechtsausleger. Auch das einer der Gegner von Macarinelli, wo er einen seiner sechs K.O.-Niederlagen am Ende dann in der Quittung hatte. Hier die Aktion nochmal. Das sieht nicht gut aus, aber das kann passieren. Das ist Boxen. Und das sind zwei ganz erfahrene Jungs, die sich da gegenüberstehen. Ich bleib dabei. Den besseren Eindruck macht Bremer. Und auch das ist typisch für Macarinelli. Egal wie es steht, er hat ja in Kämpfen, die er am Ende verlor, Afolabi beispielsweise oder im Vorbericht gesehen, gegen Frenkel deutlich nach Punkten geführt, aber nichts da. Sich nie ausgeruht auf einer Führung oder auf einem vermeintlich guten Kampfverlauf, sondern immer auf den Knockout geboxt. Und das waren dann die Chancen für die Gegner. Das Auge von Macarinelli, das rechte, ist wieder genauso zu. Das sieht fast aus wie im Lebedev-Kampf. Und da war in der dritten Runde schon Schluss. Also der vermeintliche Nachteil für Jürgen Bremer ist mittlerweile längst quitt, weil die Probleme bei Macarinelli so groß sind, dass ich mit meiner Prognose, dass wir diesen Kampf nicht über 12 Runden sehen werden, auf einem ziemlich sicheren Wege bin. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, das kann nicht funktionieren. Das war ein Kampf von, für die großen alten Boxfans, von Rocky Gianni gegen Blanchard, den Franzosen, hätte er sich einen Wimpel vorhängen können. Versauge hat auch zu Ende geboxt. Es gab natürlich solche Kämpfe. Aber nicht hier und heute. Die Schwellung wird größer und größer. Und Bremer trifft besser. Das ist natürlich schade für diesen Kampfverlauf, der kurz vor einem Abbruch steht wahrscheinlich. Die Halle ist mit Jürgen Bremer, ganz klar. Und er ist erfahren genug, das Ganze auszunutzen. Wir reden hier von einem Mann mit einer K.O.-Quote weit jenseits der 70%. Ausgerutscht, gar nichts. Richtig erkannt. Einfach ein 2 unten durchgetaucht. Macarinelli hat sich ja nach zumindest im zweiten McKenzie-Kampf noch mal wirklich stark verbessert gezeigt. Aber hier am heutigen Tage schleppt er jetzt ein Problem mit durch die nächsten Runden. Und dieses sehen Sie oben am rechten Auge, wie auch natürlich Uli Wegner und Arthur Abraham. Der kennt das mit dem geschwollenen Auge auch sehr gut.
Das sieht nicht gut aus. Ich kann überhaupt nichts sehen auf dem rechten Auge. Machst du weiter? Ja, natürlich. Nicht stehen bleiben. Nicht stehen bleiben. Beweg dich. Und pass auf. Okay. Also nicht stehen bleiben. Wenn Gary Lockett fragt, machst du weiter, dann fragt er da den falschen Mann. Den Waliser mit dem Riesenherzen. Sie haben ja unseren Vorbericht gesehen. Der würde nie sagen, ich mache nicht weiter. Aber ist das die richtige Entscheidung? Nur mit einem Auge gegen einen der technisch versiertesten Boxer im Halbschwergewicht zu boxen. In der Halbdistanz, da fühlt er sich wohl. Das müsste Jürgen Bremer jetzt gar nicht machen. Das ist ungeschickt, weil natürlich die Gefahr dort größer ist. Wir haben das bei den letzten Kämpfen von Jürgen Bremer gesehen. Eigentlich erst dann im letzten Kampfdrittel, dass er einfach, weil er sich da auch sicherer fühlt, mal ein bisschen Zeit nimmt, auch weil er platt war, das muss man natürlich auch sagen. Aber hier in diesem Kampf, jetzt gerade in der dritten Runde, musst du da nicht stehen, kannst lang boxen. Macarinelli, der viele Jahre, wie er selbst sagt, mit dem besten Rechtsausleger der Welt, mit Joe Calzaghi, 4 Jahre waren es, zusammen trainiert hat, sah sich glänzend vorbereitet, aber sein Kampfplan ist natürlich ein bisschen durcheinander geraten, selbst wenn diese Rechte hier mal im Ziel war. Der Kart oben bei Jürgen Bremer, diesen Kopfstoß aus der ersten Runde, der hält. Und natürlich könnte auch Quaterone, der Referee, mal einen Arzt hinzuziehen. Wir haben ja wie bei jedem normalen Berufsboxkampf hier 2 am Ring. Und sich das Ganze mit ansehen lassen. Auch das wäre eine Option, die ich mittlerweile gezogen hätte. Ah. Er hat doch ein Einsehen. Prüfender, besorgter Blick von Professor Wagner. Wieder die Freigabe. Aber zumindest zum ersten Mal ein Signal, dass das Ganze auch beim dritten Mann im Ring angekommen ist. Er wühlt sich immer wieder in diese Kämpfe hinein. Er hat ja wirklich große Gefechte geliefert. Er hat mal einen sensationellen Kampf gegen Braithwaite und kommt jetzt ganz stark zurück hier. Spricht für sein Herz. Wir haben ihn genau diesen Typen vorgestellt. Und deswegen ist er so beliebt, der Stolz von Wales, mit starken Aktionen, natürlich die besorgten Blicke der knapp 50 Fans aus Wales, die mit hierher gekommen sind. Vom Gott aus Swansea, wie sie ihn nennen. Kannst du irgendwas sehen? Geht das so? Versuch ihn irgendwie zu bedrängen. Schlag zurück. Bleib nicht still stehen. Du hast ja schon ein paar Mal geschafft, ihn in Bedrängnis zu bringen. Mach weiter so. Okay? Hinweise von Gary Lockett. Er hat auch mal eine WM geboxt gegen Kelly Pavlik, allerdings gnadenlos untergegangen. 2008 war das. Die beiden kennen sich übrigens seit langen, langen Jahren, haben mal für die Waliser Schulauswahl zusammengeboxt.